Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. So, wir sind stehen geblieben. Wir mussten hier einen Weg nach drinnen finden. Miles hat eben schon gesagt gehabt, vielleicht steht ja ein Fenster offen. Das wird das da sein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Nein, zu weit! Miles! Einmal hier hoch. Also. Um die Ecke geflogen. Oh, Süßigkeiten. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Mega. Hier steht ja richtig viel Ramsch rum, wa? Das wurde alles zurückgelassen. Oh, das sind doch noch diese Bälle mit diesem kleinen Spielzeug drinne. Wo du da 50 Cent in den Automaten gesteckt hast und dann hast du da einen Flummi oder so einen Plastikring oder irgendwas bekommen. Oh, die fand ich als Kind, fand ich die mega. Cool. Na, alles alte Technik hier, ne? Hier wurde seit mindestens 6 Monaten nichts mehr angerührt. Mikrowelle, aber mit Grill. Eine alte Anlage. Zum Verkauf. Können wir da... Schade, kann ich nicht ranzoomen. Funkgeräte. Hier haben wir noch ein altes Mainboard. Mega cool. Finn und ich haben hier im Sommer mit Rick Gitarren repariert. Es gab nichts, was er nicht wieder hinkriegte. Er sagte, eine von ihnen gehörte mal Alison Blair. Aber das war wohl ein Witz. Wer ist Alison Blair? Muss man den kennen? Nee, Allison ist Frau, ne? Muss man sie kennen? Hier die ganzen alten Gasöfen, Gasherd. Jetzt muss ich aber hier mal rumstöbern. Oh, Nostalgie. Ja, noch mehr Funkgeräte. Finn und ich haben hier gerne Verstecken gespielt. Es war unsere eigene kleine Welt. Ah, hier unten. Das war wahrscheinlich Miles sein versteckter Schlafplatz. Miles, wo warst du den ganzen Tag? Du solltest Gitarren reparieren. Ja, ja, hab ich auch. Dann lag er hier drin, er hat mit seiner Switch gespielt, weißt du, Kopfhörer auf. Mega gut. Ja, auch ganz schön groß hier, ne? Hier der alte Staubsauger von Dennis. Weiß nicht, wer den Film noch kennt. Mit Mr. Wilson. Nice. Okay, das kann ich nicht mal identifizieren, was das genau sein soll. Sieht aus wie hier ein bisschen wie Zopfgummis. Das ganz oben rechts, das rote. Ah, hier haben wir einen Rucksack. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Partikelphysik? Was mir gerade auffällt, wir sind endlich dieses blöde Bild mit den Rollerblades losgeworden. Oh, drei nächste Generationen haben diesen Laden geführt. Rick wollte ihn nach dem Tod ihrer Eltern verkaufen. Ich glaube, Finn hat ihm das ausgeredet. Es war wahrscheinlich der erste verdiente Dollar hier in dem Laden. Es soll ja Glück bringen, ne? Wenn man den ersten Dollar in dem Fall, wenn man den hier aufhebt, glaube ich. An. Hier ist die Werkstatt. Hier haben sie die ganzen Mainboards repariert. Hier da liegt noch der RAM rum. Ah, die guten 4 GB. Was haben wir denn hier noch? Eine Box. Da kannst du auch nur noch die Lautsprecher ausbauen, ne? Untersuchen. Roxxon-ID von Ella Sterling. Aber das ist ein Foto von Finn. Ah, da hat sich scheinbar jemand bei Roxxon reingemogelt. Ella is a decent match for you. But that hair, maybe wear a hat? Also, sie soll, das, sie sieht der Person auf jeden Fall sehr ähnlich, aber sie soll einen Hut tragen, wegen ihrer Haare. Tragedy... Roxxon.
Okay, ich weiß nicht, was das hier oben sein soll. Wahrscheinlich einer von diesen Reaktoren. In groß. Das Team, das Nuform entwickelt hat, wurde krank. Und Rick war der Projektleiter? Aber Rick ist nicht als krank gekennzeichnet. Also wir haben die roten Sterne, sind out sick. Das heißt, die sind alle raus, weil die krank sind. Da haben wir Rick und drei weitere Leute, die scheinbar noch gesund geblieben sind. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ella Sterling. Ja gut, das macht Sinn, ne? Dass sie dann ihre ID nehmen. Läuft man sich zumindest nicht über den Weg. Skurril. Es wird spannend. Oh, Miles Morales, Meisterdetektiv. Hier, das ganze Essen. Alte Pizza. Die sieht noch gar nicht so schlecht aus, ne? Aber ich glaube, da ist Mais drauf. Widerlich. Wer macht Mais auf seine Pizza? Irgendwelche Medikamente. Die CSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Oh. Deswegen kämpft Finn. Pass auf, neue Theorie von mir, die sich wieder im Sande verlaufen lässt. Unsere Freundin, Finny, die kämpft gegen Roxxon, weil sie durch ihren Bruder weiß, dass durch die Nuklearreaktoren die Knochen zerfallen. Ja, die Strahlung wird schädlich sein für die Menschen. Und sie setzt sich für das Gute ein und versucht, das zu verhindern. So, nächste Theorie von mir, die in der nächsten Sequenz höchstwahrscheinlich wieder zu Staub zerfallen wird. Ja, die Spinnen von Roxxon, ne? Ich habe ja gleich gesagt, ich bin skeptisch, ob ich so einen Reaktor haben wollen würde. Das wurde erst kürzlich zugemauert. Bei mir in der Nachbarschaft. Okay, können wir das einreißen? Ah, warte. Boah, diese Macht, diese okay, Power. Das ist ein Geheimraum. Und mit dem Stromverbrauch, das fällt nicht auf, dass das hier in so einem verlassenen Gebäude mal eben ein paar hundert Kilowattstunden durchgehen. Ja, gut. Oh. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Schon schräg. Wir tragen beide eine Maske. Okay, die scheint auf jeden Fall sehr intelligent zu sein, ne? Aber krass. Wo hat die das Geld dafür her? Videodatei. Von vor 6 Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen. Vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern. Dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Der Underground ist also doch gut. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Da
das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche's, Rick. Okay, Rick ist wahrscheinlich gestorben. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Okay, stell dich. Komm schon. Sei unsichtbar, sei unsichtbar. Das hat nicht ganz funktioniert. Lass sie nicht hier weg! Er tarnt sich! Er kann sich tarnen? Und alles schaffst du nicht! Dass ich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Wenn sich die Scharfschützen beruhigt haben, kann ich von oben angreifen. Aber wieso wollen wir die denn noch angreifen, Miles? Das sind jetzt unsere Friends, die kämpfen für das Gute. Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Oh, Surprise! Okay, also wir haben jetzt die Tarnung offiziell freigeschaltet. Den holen wir einmal hoch. Moin! Oh, ich habe keine Tarnung. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, ich habe leichte Gewissenskonflikte, denn letztendlich kämpft der Underground ja doch für was Gutes. Können wir damit was machen, wenn wir unsichtbar sind? Oh, Ghost Fist! Das ist richtig mies. Du siehst einfach nichts, plötzlich sind deine Beine gefesselt und du kriegst voll eins in die Presse. Oh. Tut mir leid, aber das fand ich jetzt doch dezent witzig. Ich lasse sie kurz entspannen und dann hole ich sie hier. Ja, brauchen wir nicht entspannen lassen. Obwohl, doch. Wir machen wieder hier so einen Stealth-Angriff. Na, was hängst du denn hier so rum? Nichts zu tun? Okay, irgendwer ist noch da drinnen, glaube ich. Das war's. Ach nee, da drüben. So. Moin. Oh, ich hätte jetzt gerne mal die Granate zurückgeschmissen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich frage mich, ob ich mich von hinten auch ranschleichen könnte, wenn ich sichtbar bin. Okay, er ist runtergesprungen. Er weiß nicht, wo wir sind. Oh, ich scheine ganz schön zu müffeln, dass er mich gleich erkannt hat. Ah, hat nicht ganz funktioniert. Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Rick zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Sie ist bei Roxxon. Wer war das? Moment. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann. Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Wow. Wie mache ich denn eigentlich Tricks? Krank gemacht. Simon Krieger, das würde ich auch gerne mal wissen. Kann er Stunts machen? Finn und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern.
Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen. Aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. So, hier haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir gleich mit. Wenn es auf dem Weg liegt, ne? Tech-Teil. Super. Okay, da vorne ist noch aktuelle Verbrechen. Da hinten ist auf jeden Fall noch was passiert. Da gehen wir einmal kurz mit bei. Freunde, heute muss ich den enttäuschten Vater spielen. Nicht wegen Jared. Der schlägt sich zur Abwechslung mal ganz gut. Nein, ich bin enttäuscht, dass einige von Ihnen sich einmal mehr davon überzeugen ließen, dass es normal ist, wenn ein Fremder ohne jede rechtliche Autorität in einem Halloween-Kostüm herumspaziert. Mega cool. Guck mal. Es kommt aus dem Nix. Das ist so geil. Dieser Stealth-Modus ist so cool. Das gibt's doch nicht. Ihr mit euren verdammten Waffen. Boah, es ist einfach nur geil. Oh. Ist das geil. Oh, ich liebe diese Kampfsequenzen. Du hast auf deinen Kumpel geschossen. Oh. Hopsala. Ja. Geht das Kind leider nicht. Hm. Okay, irgendwie klappt das gerade nicht. Ich wollte eigentlich seine Waffe haben. Ach nee. Ja, ja, so ging das, ne? Huhu. Es sieht aktuell ein bisschen anders aus. Ein weiteres Waffengeschäft ist verhindert. Hab ich gut gemacht. Oh, wir hätten drei Gegner lautlos eliminieren sollen. Die Cops machen den Rest. Dass sich Dad wohl nach einem Fall auch so fühlt. So. Dann gehen wir mal weiter zu Roxxon. Gucken, was unsere gute Freundin da treibt. So. Oh, ist das nice, ey. Ich könnte auch den ganzen Tag hier einfach durch die Stadt schwingen, ne? Das ist so cool. Und wie gesagt, die Animation, die finde ich so mega. Gerade wenn wir dann unsere Venom Power einsetzen. Hab's markiert. Es stockt noch eine ganze Ecke. Können wir noch eine Kiste mitnehmen? Die nostalgischen Erinnerungen möchte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil ich Angst habe, dass wir dieses blöde Bild wieder nicht loswerden. So, hier muss noch eine Kiste sein. Dann schauen wir mal, können wir hier rein? Die Tür machen wir nicht auf. Okay, meistens sind die ja... sind die Kisten ja irgendwo unten versteckt. In dem Fall, wir sollten mal gucken, ob wir dezente Hinweise bekommen, wo der Underground hier eine Kiste haben könnte. Ganz dezent. Hallo Leute, Dudes, Mädels, Besties. Als wäre okay, New York irgendwo hier muss ja die Kiste sein, ne? Genug, bedroht jetzt ein Tropensturm, Schrägstrich Hurricane, unsere Küste. Wie in diesem Film, in dem das Boot von einer Riesenwelle umgeworfen wird. Die ist hier drüber.
Wenn der Sturm kommt, werden viele Hilfe brauchen. Wir können das Licht sehen, aber ich komme an der Kiste jetzt nicht. Bis dann. Und überprüft jährlich euren Kreditscore. Eine Auskunft pro Jahr ist kostenlos. Seid verantwortungsvoll. Bye. Irgendwo ein Punkt, wo wir hin können? So, dahinter ist die Kiste. Wie komme ich denn da ran? Die Seiten sehen irgendwie komisch aus. Von der Seite? Könnten ja mal... Also komm, wir machen das jetzt wie ein ganz normaler Bürger und gehen die Leiter hoch. Ja, oder auch nicht, ne? So, wie ein ganz normaler Bürger. So, können wir uns denn schon mittlerweile einen neuen... Wir haben jetzt 8 von 35 Kisten. Können wir uns schon einen neuen Anzug machen? Bestimmt, wenn wir herausfinden, wie wir nochmal in dieses komische Menü kommen. Jetzt geht das wieder nicht. Aber wir können ja auf die Tastatur switchen, ne? So, wunderbar. Anzüge. Na ja, wir machen das mit der Maus weiter. So, den haben wir. Den könnten wir nehmen. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, ne? So, wie sieht der denn aus? Das sieht absolut kacke aus. Es tut mir leid, aber den nehme ich nicht. Den nehme ich nicht. Da schäme ich mich ja mit rauszugehen. Selbstgemachter Anzug. Mann, sieht der scheiße aus. Es tut mir leid. Ein Track-Anzug? Ja komm, wir sind der weiße Spider-Man. Das können wir machen. Damit bin ich konform. So, hier können wir auch noch was freischalten. Erzeugt eine Erschütterung, wenn Underground-Waffen zertrümmert werden. So, nehmen wir noch mit. Visiermodifikation. Optische Triangulation. Markiert beim Scannen Gegner hinter Mauern. Die bleiben markiert, solange der Tarnmodus aktiv ist. Perfekte Sicht. Vergrößert das Zeitfenster für perfekte Ausweichmanöver. Ein gutes Auge für Vorräte. Erhöht die Droprate für Gerätemunition. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Stuff, ne? Was ist das hier? Unverwüstlich. Reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe um 25%. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber... Wir legen den mal trotzdem mit frei. Geräte. Jetzt komme ich hier nicht rüber. So, Geräte. Können wir die mittlerweile upgraden? Erhöht die unerschwinglich. Aktivitätsmarken. 4 von 8 haben wir. Okay, und das haben wir im Besitz und wir können es auch nicht wegen 4 von 8 upgraden. 4 von 10. Wird ja immer teurer. So, aber Fertigkeiten können wir noch freischalten. Okay. Rechte Maustaste und Leertaste. Mal gut, dass wir mit Controller spielen. Tarnenergie wird schneller aufgefüllt. Sehr praktisch. Erhöht die Menge an bioelektrischer Kraft, die durch Angreifen und Ausweichen erzeugt wird. Und fülle so deine Venom-Leiste. Das können wir auch mitnehmen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch den Schleusenturm. Erhöht die Reichweite des Venom-Schlagschadens, wodurch mehr Gegner beim Aufprall Venom geschockt werden können. Verdoppelt die Zeit, in der Gegner Venom geschockt sind. Nehmen erstmal den hier mit. Halte für einen Venom-Reißer-Angriff gedrückt, nachdem du einen Gegner mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. So, wir gucken mal.
Venom-geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihre Venom-Schocker. Oh, jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Dann gucken wir jetzt weiter nach Roxxon. Ja, der Anzug sieht auch gut aus, ne? Aber ich mag den schwarzen, muss ich sagen, echt am liebsten. In der Nähe wird angeblich ein Fieslaster ausgeräumt. Hier siehst du halt so schnell das Blut der Gegner drauf, ne? So. Okay, da vorne müssen wir schon hin. Okay, wir könnten noch ein paar Nebenquests machen. Aber ich würde gerne mal wissen, ob wir uns später noch mit unserer Freundin und dem Underground anfreunden. Oder ob wir sagen, das ist trotzdem nicht in Ordnung, was ihr macht. Auch wenn ihr die... was eine ziemliche Doppelmoral wäre. Wenn wir sagen würden, ja, was ihr macht, ist nicht in Ordnung, ne? Ihr verstößt gegen das Gesetz. Selbstjustiz ist nur mir vorenthalten. Roxxon Forschungslabor. Vorbehalten. Hier nahm das gesamte Nuform-Projekt seinen Lauf. Finns Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Wie dieses Fenster wohl kaputt ging? Da komme ich nicht hin, ne? Und genau das gefällt mir. Wo kommt die Energie her? Hoffentlich läuft die Plaza nach Plan. Ui, ui, ui. Ich muss ihn deaktivieren. Okay, da unten drin. So, One Takedown. Können wir... Wir holen ihn einfach mal hoch. So. Bei dem können wir Netzschlag machen und den Kollegen auch leider nur. Umgebung nochmal absuchen. Nicht ein Glücksfall. Sorry. Ui. Okay. Hast du den Schnee gesehen, Alter? Wenn ich Dinge aufladen kann, kann ich sie dann auch entladen. Oh, schade. Okay. Ja, jetzt haben wir die Venom-Kraft ein bisschen verschwendet, leider. Das hat den Generatoralarm gelegt. Es hat echt geklappt. Aber jetzt können wir zumindest hier rein, ne? Ich bin drin. Gilt das als Hausfriedensbruch oder ist das in Ordnung, solange wie man Gutes macht? So. Bitte nicht wieder drehen, bitte nicht wieder drehen. Das wäre dezent schmerzhaft, glaube ich, wenn wir noch mit so bis zur Hüfte gerade durch, ne? Und dann reißen die Netze. In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zu Hause sein, schlafen, haufenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen essen. Hä, wieso? Ist doch voll cool. Weihnachtsplätzchen gibt's jedes Jahr. Aber wann kann man hier schon mal einbrechen? Moment. Nicht im Kreis gekrabbelt. Ja, der Typ, der das gebaut hat, hat's wohl nicht besonders drauf. Das dient der Luftzirkulation. So. Drücke B zum Fallen lassen. Kann ich mich hier fallen lassen? Okay. Restricted Area. Den Anzug. Okay, wir werden nur nass. Glücklicherweise. So. Ich bin irgendwie zu blöd, an der Wand zu klettern.
Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Halte gedrückt, um nach unten zu bewegen. Ist schon geil, ne? Okay, dolle umgucken kann ich mich hier nicht, wa? Underground ist töten. Spider-Man oder Tinkerer festnehmen. Verstanden, Sir. Wieso werde ich festgenommen, aber die anderen werden getötet? Ich wusste, ich schaffe das. Kommst du nur mal raus? Okay, es hat dich kurzzeitig verwundert, warum du auf einmal Netze an den Schultern hast, aber ist dir doch egal. Wer ist das? Das ist unser Onkel. Was ist so lustig? Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön hart. Onkel Aaron? Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an, wenn wir geschnappt werden. Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen, setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Ja. Hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. So. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat es mehr als ein Stadtviertel erwischt. Okay, und? Ah, so funktioniert das. Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Okay, wir haben 2, 3. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann geh ich da hinten funktioniert. Bei dem klappt es leider nicht, der geht da nicht hin. Hey! Coast Low, hier ist dein Eindringling! Nein, bin ich nicht. Immer so einfach. Moin! Verdammt, Miles, ich sagte leise! Noch leise! Das hat doch absolut niemand mitbekommen. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor, dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Okay, ein Schacht. Nein. Nein. Das sind nur Kabel. In diesem Raum müsste ein Schacht sein. Ich habe hier nur Türen. Ach, da oben. So. Ja, am Schacht sind wir. Wie kriechen den auf? Warte mal, vielleicht müssen wir den erstmal. Nee. Oh. Ups. Okay, zum Schacht schwingen. Ja, das haben wir gemacht. Ah, jetzt gehe ich rein. Hey, wo ist das Nuform, das ich wollte?
Oh. Sag ich dir nicht. Wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben. Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze! Halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Er wirkt leicht angepisst, ne? Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Du musst die Kerle ausschalten. Okay, ich denke mal, wir sollen das wieder lautlos anrichten. Warte. Nein, das ist kein Angriff. Da ist die Sicherung durchgebrannt. Da hat bestimmt eine Maus am Kabel geknabbert. Okay. Hier bewegt sich doch nicht. Oh! Was? Was hat denn der für eine geile Waffe? Die kann mich fesseln, ne? Ey, die haben Taser. Guck mal, ich habe auch so eine Art Taser. Warte. Aber ich habe keinen mehr. Oder? Nein, ich habe keinen mehr. Hey, halt das mal bitte. Schade. Oh, ich wollte Ihnen doch meinen Taser zeigen. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. So. Moment. Da wir uns mit dem System hier auskennen. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Okay, wir haben insgesamt 3 Reaktoren. Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Geh weiter. Die Security ist gleich da. Der Reaktor ist unten. Er versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Ja, das ist also unauffällig, ist jetzt hier leichter gesagt als getan, würde ich sagen. Netzschlag-Takedown. Ich kann den leider nicht hochholen. Bop. Geh mal hier rüber. Autsch. Okay, dann würde ich sagen, wie viele haben wir denn pro Etage? Wir haben jetzt hier noch 3. So. Ein Problem weniger. Einmal hier rüber. Siesta-Zeit. Also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber wir sind als Superheld im Vergleich zu diesen Soldaten hier ein bisschen OP, würde ich sagen. Wenn wir lautlos agieren, ne? Oh, hey, Genki. Ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder, naja, tot. Hungrig. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja,
Und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Warte, der Prowler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner, das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Und aus dem Ruhestand zurück. Also, Also ich würde nicht so dolle drüber reden. Weiß nicht, ob er das denn negativ auffassen könnte. Oh. Das hast du mitgekriegt? Was sind das für Typen? So. Einmal hier hoch. Autsch. Oh, 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 oh. Das ist ja nicht cool. Ah, mit der Luftschleuder kriegen wir den auf jeden Fall weg. Wollte gerade sagen, da haben wir ein leichtes Problem. Weg hier. Immer wieder rein in die Schnauze. Und... Oh, ist das geil. So, die Etage haben wir auch gesäubert. Versuche, die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstöre die Kabel über den Ventilator, dann stoppt er. Danke. Welche Kameras? Ich muss den Ventilator deaktivieren. Ich muss die Kameras deaktivieren. Ich sehe keine Kameras. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Kameras er meint. Es ist ein Hochsicherheitsgebäude, ne? Die werden ja alles so... Das werden ja auch Top-Secret-Kameras sein, denke ich mal. Ja, bevor ich hier runterspringe, ist es sicher? Ja, ne? Ah, okay. Ja, weiter mit dem Kabel. Ja! Okay, den Ventilator haben wir auf jeden Fall schon mal weg. Der wird auch so schnell nicht mehr angehen. Jetzt will ich einmal gucken. Ich weiß immer noch nicht, welche Kameras der meint. Ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Ich will das auch können. Okay. Nie wieder ein leeres Handy-Akku. Kamera, Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung, ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nuform-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2... Wen? Das war ich nicht! Wirtschaftssabotage, Rick? Wirklich? Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! 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 Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Nein! Rick! Rick! Nein! Nein! Finn! Nicht im Sinn! Rick, wo
wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Oh. Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Ich hatte kurzzeitig Sorge, dass er jetzt doch wieder die Seiten gewechselt hat. Wow. Okay. Was machst du da? Miles, hör auf! Miles, bist du okay? Hat Miles keine Angst, dass unsere Batterien überladen und wir explodieren? Kannst du laufen? Ja. Alter, meine Venom Power ist los. On max level. Ich fühle mich echt nicht gerade. Oh oh. Kommen wir noch raus? Nein, 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 nein. Das Handy. Kann. Energie nicht halten. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Müssen wir das Handy mitnehmen? Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Okay, ich kann nur geradeaus gehen. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Oh nein, er hat ein Schild, meine Schwachstelle. Oh, er hat ein Elektroschild. Wir sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Die studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Moin. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Also die Typen sind wesentlich schwieriger als der Underground. So. Ja, ja. Euch habe ich gleich. What the fuck? Was kann denn dieses komische Schild? Das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Okay. Ergib dich! Oh, oh. Jetzt habe ich die Granate nicht gesehen. Oh, das hat ein bisschen gezwiebelt, ne? Nutzen Venom. Unterdrückungstechnologie, durch welche bei manchen Angriffen Miles Venom-Fähigkeit kurzzeitig blockiert werden. Okay. Nein, tu es nicht. Es könnte mich verletzen. Nein. So. Alter Schwede, also die Typen sind wesentlich schwieriger. Na gut, wäre ja auch langweilig, wenn das Spiel mal leichter werden würde. Aber cool ist trotzdem, ne? Können wir dich jetzt auch mittlerweile schon schmeißen oder haben wir noch nicht die Power dafür? Nee, leider nicht. So, den haben wir. Wieso kann der sich denn auch unsichtbar machen? Das war super coole Tarntechnik. Das. Wir kämpfen jetzt Seite an Seite. I hope. Oh. Fettfinger. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. So. Haben wir noch eine Granate für mich? Gib mal her. Danke. So. Jetzt brauchen wir...
Ich brauche dein Schild. Es wäre echt cool, wenn wir hier noch mal ein paar Sachen schmeißen könnten. Der Feuerlöscher ist ja geil. So. Ah. Kommt schon, Leute. Ihr müsst mir eine Chance geben. Ich bin Spider-Man. Ja, der Typ geht mir auf den Sack da oben, ne? So. Warum sagst du das? So. Was war denn das? Ist der gerade gegen die Wand gelaufen? Ich will mal wissen, ob er eigentlich auch die Gegner ausschaltet. Ja. Okay, er ist also wirklich eine Hilfe. Nicht, dass er nur da ist. So. Los, Onkel Aaron. Hau ihn auf den Mütz. Onkel Aaron. Wo haust du denn hin? Das ist eine Wand. Oh, oh, oh. Was ist hier los? Kann nicht. Muss Gegner zerstören. Nein, gleich. Okay, 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 okay. Onkel Aaron, du hast so recht. Aber ich komme ja nicht weg hier, ne? Ah, doch. War das knapp, ey. Es wurden gefühlt immer mehr. Du musst untertauchen. Vertraue niemandem. Und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxanne sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Wie als ihr Freund zu ihr. Hey Finn, ich bin Spider-Man. Darf ich dem Underground beitreten? Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Leichter Unterschied. Der Vater war ein super Cop und er ist ein super Schurke. 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 Oh, es schneit. New York im Winter. Oh, das sieht ja geil aus, wa? Okay, ich sollte Finn anrufen. Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. So, Stufe 8. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut, nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur... Und? Genki möchte also unbedingt Geld verdienen mit unserer App. Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Aaron meinte, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und kann sie nicht mehr... was auch immer. Oh, du lügst ihr ins Gesicht? Ja. Nein. Aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro-Kontra-Liste. Eine Pro- und Kontra-Liste, ganz genau.
Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. So, was haben wir denn hier vorne? Was ist hier los? Ist das ein Bild? Spider-Man ist da. Nehmen Sie, was Sie wollen. Ja. Leute, ihr seid aus dem Knast entflohen und bleibt in Manhattan? Endlich mal wieder ein paar ganz normale Knastbrüder. Ganz normale Knackis und nicht immer diese komischen Spezialgegner hier. Soldaten, Terroristen. Einfach nur Gefangene mit einem Halsband. Ja. Kann ganz schön einstecken, der Dude, ne? Der ist hart im Nehmen. Ich hab dich im Visier. Oh. Jetzt gib doch mal her. Und du auch. Ja, kleine Kinder sollten nicht mit Waffen spielen. So, zumindest habe ich das. Spinne drei Gegner an die Wände. Ich sollte mir das echt vorher durchlesen. Noch mehr unterwegs. So, wir sehen uns aber das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet gern wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.